Assassin's Creed. So viel zu Wii U, kommen wir später nochmal drauf zurück, wegen dem Nintendo-Line-Up, aber Assassin's Creed Unity, ich freue mich so dermaßen. Da ist ein Spiel, da kann ich tatsächlich sofort was sagen, kommt von dem Director von dem Spiel Revelations. Ja, da teilen sich die Meinungen. Ich fand aber die grundsätzlich die ganzen Reihen vor Black Flag Assassin's Creed 3 um einiges ansprechender. Einfach weil sie geschichtlich interessanter waren und auch die Darstellung und das Szenario mir mehr gefallen hat. Von daher schön, es spielt Französische Revolution und es wird auch jede Menge auf der E3 davon schon zu sehen geben. Bin ich sehr gespannt drauf. Und ihr? Was mich da etwas abschreckt, kann ich gleich sagen, ist die Anzahl an Entwicklerteams, die an diesem Spiel beteiligt sind. Also nur an Unity. Ich glaube, es sind fast alle Ubisoft-Unterfirmen irgendwie daran beteiligt, quer über die ganze Welt. Und wenn ich eins aus Assassin's Creed 3 gelernt habe, dass das meistens keine gute Idee ist. Man kann bei 3 sehr, sehr gut sehen, welche Teile unabhängig voneinander entwickelt wurden, um anschließend vom Hauptstudio, was also für die Hauptentwicklung verantwortlich war, irgendwie noch zusammengeflickt zu werden. Und ich weiß nicht, ob ich es irgendwann schon mal gesagt habe hier auf dem Kanal, aber Assassin's Creed 3 ist für mich tatsächlich das Schwächste der Serie, schlechter als 1. Kann ich zustimmen, ja. Und das lag einfach daran, aufgrund von diesem Stückwerk. Das ist einmal die Story, die zum Teil halt überhaupt keinen, also wirklich gar keinen Sinn ergibt. Geht dann irgendwie weiter mit bestimmten Minispielen und Ereignissen, die halt irgendwie in diesem Spiel drin sind. Das ist auch cool, dass sie drin sind, aber man braucht das eigentlich nicht. Und ich habe so halt die leise Befürchtung, dass das eben in Unity wieder in die Richtung laufen wird. Dass eben halt, ich meine, das sind über 20 Entwicklerstudios, die eben Ubisoft da untergeordnet sind, die daran mitarbeiten. Und ich weiß nicht, ob das gut geht. Generell würde ich mich auf ein neues Assassin's Creed freuen, da ich mit Black Flag sehr viel Spaß hatte. Also es hat für mich so ein bisschen die Serie gerettet nach 3. Wobei man sagen muss, bei Black Flag haben ja auch sehr viele weltweit mit dran gearbeitet, wenn man den Abspann mal bis zum Ende, wie ich Nerd, durchgeguckt hat. Ich habe nämlich bis zum Ende, das waren 15 Minuten meines Lebens. Ja, das ist immer so. Also das war schon immer halt so. Nur es sind dieses Mal so viele Teams wie halt nie vorher. Und also bei Black Flag sind es meiner Meinung nach, oder meines Wissens nach, auch weniger als bei 3 gewesen. Einfach, weil die Teams später erst dazugekommen sind, die eben vorher 3 mitentwickelt haben. Währenddessen war Black Flag ja schon in Arbeit. Und 3, also von 2 auf 3 ist ja einiges an Zeit vergangen. Und da, wie gesagt, da kam ja leider doch so ein kleines Machwerk bei raus. Ja, weiß ich nicht. Also es wäre halt cool, vor allen Dingen soll ja mehrere Spiele irgendwie rauskommen. Also Unity ist ja nur ein Teil der Reihe, die irgendwie kommen soll. Die Kenway-Linie soll, glaube ich, noch beendet werden. Genau. Mit einem Zwischenteil. Das soll, weiß man da eigentlich schon in irgendeiner Art und Weise, wie das passieren soll? Also für welche Plattform oder in welcher Art und Weise überhaupt? Die Kenway-Linie soll wohl laut Aussagen noch für die Kirin-Gen und die vorigen Konsolen, also für Next Gen und PS3, Xbox 360 rauskommen. Mit Assassin's Creed Unity machen sie das erste Spiel, was ausschließlich dann auf Next Gen erscheint. Okay, aber auch da wieder etwas eigenartiges Marketing. Je nachdem, wie lange aufeinander entfernt die Spiele kommen. Also bisher hatten wir die immer im Jahresrhythmus, meine ich, so ungefähr. Halt bei 2 kamen dann ja erst die Add-ons noch sozusagen. Also genau, bei 3 und bei Black Flag sind sie sogar am selben Tag im selben Jahr gekommen. Also beide am 31.10. Ja, das hatte sich nicht verändert. Also bei Unity und dem anderen würde ich mich dann noch fragen, wie später das andere noch kommen soll oder ob das halt irgendwie, ob sie sich da selber halt die Kunden abgraben oder so. Keine Ahnung. Ja, und vielleicht verrät es uns die E3. Noch immer sagen muss, ich habe heute erst einen sehr interessanten Artikel gelesen. Ich muss gerade mal kurz gucken, ob ich den finde bei gameson.net. Muss gerade mal schauen. Ja, Ubisoft guckst, Game, the review. Kann ich. Und zwar geht es einfach darum, dass Ubisoft wirklich jedes Jahr eigentlich das gleiche Spiel released, seit jetzt 5 Jahren. Und wenn man da aus dem Zitat liest, also insgesamt haben sie 250 Millionen Kopien von diesem Spiel verkauft und das ist eigentlich jedes Jahr das gleiche. Das muss man halt noch dazu sagen.
Da weiß ich nicht, wie lange diese Formel noch Erfolg haben wird. Ja, ich glaube, dass die Leute mittlerweile schon ein bisschen, sich damit abgefunden haben und trotzdem jeden Teil holen, ist ja fast so, da könnte man ja glatt auch die Zahlen offenlegen von den Shootern, ist eigentlich auch immer dasselbe und hat aber sehr viel Konkurrenz auf dem Markt. Mal gucken. Also ich freue mich auf jeden Fall darauf. Egal. Ich werd mir jeden Teil weiterhin angucken. Und das ist wahrscheinlich auch das, was viele Fans von dieser Reihe eben tun. Sie sagen immer, das war's jetzt. Der Teil, der hat mich enttäuscht. Und am Ende holen sie sich den nächsten und gucken sich das trotzdem nochmal an. In der Hoffnung, es geht wieder zu der alten Stärke zurück. Ja, das Ding, also wie gesagt, was dieser Artikel halt sehr, sehr gut aufgreift, ist einfach, es ist eigentlich jedes Jahr in einem grafisch leicht anderen Gerüst das gleiche Spiel von den Prinzipien her. Watch Dogs ist quasi ein modernes Assassin's Creed, wenn man so will. Und selbst Far Cry, was ja nun eigentlich ein Ego-Shooter ist, hat genau die Teile oder die Gameplay-Elemente mit dem Klettern auf die Türme etc., die es halt seit Assassin's Creed 1 gibt. Und sie entwickeln sich, also sie stehen eigentlich still, sie entwickeln sich gameplay-technisch nicht weiter. Und da ist halt echt die Frage, ob sie das eben wie in Call of Duty bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag irgendwie durchziehen können und da genügend Fanboys angehäuft haben oder ob irgendwann halt mal die Spieler sagen, Leute, lasst euch mal was anderes einfallen. Ja, gerade zu dem Thema könnten wir, glaube ich, noch lange reden, gerade weil ich der Gegenpart bin, der sagt, dass sich Watch Dogs ganz anders spielt wie Assassin's Creed. Aber ja, wollen wir noch mal eben Kunden ran zu Wort lassen und dann noch mal weiterziehen? Assassin's Creed ist bei mir so tatsächlich so ein Spiel, ich spiele es durchaus ganz gerne, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, hey, den Titel, da freue ich mich das ganze Jahr schon drauf, dass der nächste rauskommt. Viel mehr muss ich da eigentlich gar nicht zu sagen. Ich werde es mir bestimmt wieder angucken und am Ende wahrscheinlich wie immer nicht zu Ende spielen, wie das bei den meisten einfach ist bei mir. Ich wollte gerade fragen, was ist das letzte Spiel, was du jemals zu Ende gespielt hast? Das ist schon eine Weile her, oder? Das, was ich... wahrscheinlich Blood Knight sogar, was Lego. Ich geletsplayt habe. Und stimmt, der Hobbit, ja. Was ich dann aber noch kurz zu Ubisoft anfügen will, ist ja... Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich den Bericht überflogen hatte, ob das dasselbe war. Da stand dann unten ja, und eigentlich machen sie auch noch so schöne Spiele wie jetzt hier. Was ist jetzt gerade rausgekommen? Rayman Legends, Child of Light und Valiant Hearts The Great War. Richtig. Was einfach. So whatever. Ja, so ist es halt. Also, die haben halt ihren großen Franchise und der Rest wird nicht gekauft. Na, Child of Light weiß ich gar nicht, ob die Zahlen so schlecht waren. Ja. Hat sich auf jeden Fall bei uns gut verkauft. Also. Ich wollte gerade sagen, also aber im Einzelhandel. Aber sicherlich jetzt so natürlich kein AAA-Serie, in der man irgendwie die Zahlen erwarten kann, wie es Assassin's Creed jetzt oder gerade Watch Dogs abgefangen haben, ne? Ja, was allerdings ja auch, ich meine, das waren 20-Euro-Titel. Klar, dass das sich zum einen nicht so verkauft und zum anderen die Erwartungen ja natürlich auch ganz anders waren. Nee, aber okay, das wollte ich da nur mal gerade anfügen. Ja. Bevor sich diese Diskussion noch länger verstrickt, wir sind jetzt, glaube ich, mindestens 10 Minuten auf Assassin's Creed irgendwie hängen geblieben und auf Ubisoft und wie die ihren Markt so befüllen mit ihren Spielen. Solange sich gar nicht. Ich weiß, das merke ich, deswegen versuche ich das jetzt mal zu unterbinden. Stopp, hört auf! Capcom gibt eine mobile Version von Monster Hunter zum einen. Das Monster Hunter Freedom Unit. Kommt ihr hier hinten hin? Hier ist ein Boss. Ja, hier sind auch noch ganz viele Ads. Ja, aber da geht's weiter? Ja, aber da sind auch noch hinten jede Menge Ads. Meine Güte, mach dir was mit Fotopuls. Ach komm, hör auf zu reden. Gut, Capcom Monster Hunter Ultimate Street Fighter 4 ist angekündigt und wird vorgestellt auf der E3. Und haben wir noch Hoffnung auf ein neues Resident Evil? Irgendwie streiten sich da die Geister. Mal sagt man ja, es wird noch ein letztes kommen. Jetzt kommt es aber nicht im Line-Up wirklich vor. Resident Evil nach Resident Evil 6 und den nicht so allzu guten Kritiken dazu, weil es einfach nicht mehr in Richtung Horror driftet. Wäre das auch was für euch, Resident Evil? Ich meine, hofft ihr da drauf, dass das bekannt gegeben wird auf der E3? Hoffen klingt so, als würde man es unglaublich erwarten. Ja, man muss ja dazu sagen, Kundran und Seke haben ja Resident Evil auch zusammen gespielt. Von daher passt die Frage eigentlich an euch beide doch recht gut, weil also ihr habt ja immerhin 5 und 6 habt ihr gespielt, ne? Ja, 6 haben wir zum Teil. 5 und 6. Also 5 haben wir komplett. Zwischenableger und gespielt. Wie hieß er denn noch? Zwischenableger nicht. Habt ihr nicht.
Habt ihr nicht dieses, jetzt fällt mir natürlich der Name nicht ein, dieses, ja, es ist ja auch egal, okay. Revelations und Raccoon City, eins von den beiden meinst. Raccoon City, danke, ja. Nee. Hab ich angefangen, also. Ist halt ein reiner Shooter. Ja, soll ich mich zu Resident Evil auslassen, weil auch das wird länger dauern. dann lass mich kurz. Ja, also, dann prinzipiell wir werden so die Folge so aufziehen, also nur mal kurz, um es anzukündigen, dass wir, denke ich, daraus zwei Parts machen. Das weil ich haben, glaube, haben unsere Zuschauer Part wahrscheinlich schon gemerkt. Achso, wir sind schon im zweiten Part drin, ja? Also wir sind schon bei 30 Minuten Aufnahmezeit. Achso, ja gut, also falls wir jetzt noch nicht im zweiten Part drin sind, wir sind auf jeden Fall gleich im zweiten Part drin, so. So viel dazu. Ja, also kurz zuerst. Ich bin absolut kein Horrorspiel-Fan. Also so ein bisschen Schockmomente okay, aber ansonsten bin ich absolut kein Horrorspiel-Fan. Und deswegen fand ich persönlich, weil ich auch die ersten Teile nicht gespielt habe, 5 und 6 als leicht angehauchten, mit ein bisschen Horror-Effekten, einen extrem geilen Koop-Shooter einfach. Das ist meine Meinung zu Resident Evil, und da ich dann nicht als Shooter, nicht als Horrorspiel rangehe, weil ich es, wie gesagt, sowieso nicht mögen würde, ist es für mich echt ein gutes Spiel. Richtig, das war ja unser Anspruch, ja, mit dem wir dann an den 6er rangegangen sind, nachdem wir den 5er durchgespielt haben, dass wir es einfach als Koop-Spiel sehen, und eigentlich, also wenn man ganz ehrlich ist zu sich selber, dann ist der Horroraspekt seit Resident Evil 1 nie wieder aufgekommen, also in keinem Teil. Also, ne, wenn man sich halt selber nicht jetzt irgendwie bescheißt. Von daher weiß ich nicht, was die Leute sich erwarten. Und wenn, ich habe mir jetzt gerade mal die Verkaufszahlen angeschaut. Also gerade Resident Evil 5 ist einer der besten Spiele von Capcom, also der Bestseller stichweg. Und ich meine auch, Resi 6 hat sich auch ziemlich fett verkauft am Ende. Also es wäre ziemlich dumm einfach nur, wenn sie keinen weiteren Teil machen würden. Weil, ob das jetzt schlechte Kritiken bekommt oder nicht, wäre mir als Entwicklerfirma halt persönlich sowas von egal, wenn die Leute das halt kaufen. Ja, dann würde ich halt einfach gar keinen Grund sehen, nicht noch mehr Geld zu verdienen. Dann wäre ich irgendwie also falsch in dieser Firma. Ich finde Resident Evil 5 im Koop, das ist der einzige Resident Evil Teil, den ich seit langem mal wieder angefasst habe, weil der Koop ging. Finde ich im Koop richtig genial. Also gibt's da so eine Szene, da wirfst du deinen Partner auf die andere Häusermauer rauf. Und dann gibst du ihm so ein bisschen Backup und der räumt dann auf der Seite auf, und auch diese ganzen Elemente hat mir irgendwie mega Spaß gemacht. Ich weiß auch nicht. Also ich weiß nicht, Horror hat mir da nicht gefehlt. Ich bin sowieso mega schreckhaft. War jetzt für mich auch nicht so schlimm. Also vielleicht aber die Aufschreie sind natürlich laut. Vielleicht war es ein Fehler von Capcom, das einfach also zu versuchen, Resident Evil 6 auch nochmal diesen Stempel Dramatic Horror aufzudrücken, was sie ja versucht haben. Also ja. Sie haben ja versucht, das irgendwie so als Horror noch zu vermarkten. Und ja, dann wollen wir nach unten, sorry. Naja. Das hatte halt mehrere Kampagnen, das ist ja nicht nur eine Kampagne. Ich glaube, eine von diesen vier Kampagnen, die es insgesamt gibt, geht halt so ansatzweise in Richtung Horror. Der Rest ist einfach ein Shooter, und wenn man sich das anguckt, ist das meiner Meinung nach auch ein solider Shooter und halt auch ein solider Koop-Shooter. Und also mich würde es persönlich freuen, wenn noch ein Titel rauskommt. Ich würde jetzt aber halt auch nicht sehen, was dagegen spricht, dass man da halt nicht noch einen weiteren machen sollte. Also warum Capcom nicht daran interessiert sein sollte, Geld zu verdienen. Ja, gut. Oder gibt es da gegenteilige Meinungen? Also. Nö, das ist genau das, was ich hier auch. Ich finde das genau, ja. Denke, wenn es einen weiteren geben würde, würden wir den auf jeden Fall wieder zusammen zocken. Falls wir nicht 6 irgendwann doch nochmal fertig spielen. Könnten wir irgendwann mal machen. Ich meine, wir sehen uns ja irgendwie häufiger, aber. Oh Gott. Aber ich find's mal cool, wenn es mehr wie zwei Personen geben würde. Dann hätte ich da auch auf jeden Fall mega Bock drauf. So, das mal zuletzt sehen. Ja, aber wie ich schon vorhin erwähnt hatte, das Sony-Line-Up wurde geleakt aus sehr vertrauenswürdigen Quellen. Und muss ich nochmal kurz in meinem Gedächtnis kramen. Ja, stimmt. Oh, wie kann ich das vergessen? Uncharted 4. Uncharted 4 soll neue Maßstäbe für die Konsolengrafik, so gesehen, zutun. Es ist nämlich so, dass ein 3-Minuten-Trailer bekannt gegeben worden ist, der In-Engine-Footage beinhaltet. Ja, und gut. Das soll wohl schon mega nice aussehen.
Da gehen halt bei mir schon alle Alarmglocken an, wenn sowas behauptet wird wieder. Das ist halt dasselbe wie bei Watch Dogs. Ich meine, wenn man sich einfach mal die Bilder von Watch Dogs im letzten Jahr betrachtet, jetzt das aktuelle Spiel sieht, die Entwickler bescheißen halt immer. Also, kann mir keiner was erzählen. Wäre schön, wenn es so ist, von der Grafik her. Wenn nicht, ist auch okay, da ich Uncharted halt allgemein auch wegen der Story und des Gameplays gerne spiele. Also ich bin sehr zuversichtlich, weil jetzt bekannt worden ist, dass das Team von Last of Us sich dem Uncharted-Projekt annimmt. Und Last of Us fand ich wirklich eine Perle. Kann auf jeden Fall die Story schon mal einiges, würde ich behaupten. Und auch das Storytelling. Ja, leider wohl ohne Nathan Drake, wie ich gehört habe. Okay. Und der hat sich aber auch mal irgendwann Urlaub verdient, habe ich gehört. Ja, ich habe ja schon gehofft, vielleicht irgendwie nebendarstellermäßig nochmal vor oder so. Sind wir mal ehrlich, es gab zwischendurch, glaube ich, auch das Gerücht, Sully soll nicht vorkommen in, ich glaube, 3. Würde ich so noch nichts drauf geben. Ich weiß nicht, ja, es wird mir wahrscheinlich auf jeden Fall gefallen, weil einfach die beiden Entwickler einfach so genial sind. Klar ist es schade, dass die Dame nicht mehr dabei ist, die eben Uncharted gemacht hatte bis jetzt, weil die halt schon irgendwie zu Uncharted dazugehört. Aber ansonsten, ja, ich werde es mir auf jeden Fall holen. Ich lasse mich, ja, was heißt hypen? Das ist so ein Spiel, was natürlich wieder gehypt wird, gerade nach Last of Us. Das ist, ich glaube, Last of Us hat das Ganze noch ein bisschen weitergetrieben jetzt. Das war bei Uncharted ja gar nicht so groß. Ich meine, wir arbeiten ja in der Branche. Einigen sagt Uncharted ja nicht mehr was. Ich glaube aber, jeder PlayStation 3-Besitzer wird Last of Us kennen. Und wenn nicht viel. Was? Aber Last of Us, bitte jetzt nicht zu sehr auf Last of Us eingehen, weil das kommt noch. Ja, auf jeden Fall. Also ich werde es auf jeden Fall, egal was da vorher kommt, von mir aus können sie eine 16-Bit-Grafik machen. Ich würde es auf jeden Fall spielen, einfach weil die Geschichte einfach richtig geil ist. Also. Es gibt doch das Trading Card Game. Kannst du das Trading Card Game dann spielen? Stimmt. Ich bleibe dann doch lieber bei Uncharted 4 oder wie auch immer es heißen wird. Ja. Was dann aus meiner Sicht halt schlau wäre, jetzt geht's halt hart ins Spekulative, einen Reboot der Serie zu machen und das Ganze vor Nathan anzusiedeln. Also beispielsweise mit seinem Vater. Das wäre erstmal in einer historisch sehr spannenden Zeit, weil man dann eben halt in irgendwann Ende Zweiter Weltkrieg oder so in der Richtung wäre, also 40er, 50er Jahre. Gut, warte mal ganz kurz, wir müssen mal ganz kurz die Aufnahme unterbrechen. Es geht für euch gleich weiter. Einen Moment kurz. So, weiter geht's. Ja, genau. Also wie gesagt, wenn sie schlau wären, machen sie das halt so, weil da haben sie, glaube ich, noch unglaublich viel Potenzial, was sie nutzen können. Außerdem könnte man dann einen jüngeren Sully sehen, vielleicht. Ja, da muss man schon mal ein bisschen einwinken. In dem letzten, ersten Trailer wurde ja schon so ein bisschen was gezeigt und ich habe da ein bisschen Angst gekriegt, weil es wirkte nach einer Piratenzeit. Ich weiß es nicht, es wurde noch nichts bekannt gegeben, aber auch mit... Es wurde halt schon wieder gemunkelt, es ähnelte sehr stark einem Assassin's Creed Black Flag, so vom Thema her. Ich hoffe, man irrt sich jetzt anhand der Bilder. Okay, denn also wie gesagt, es wurde eine Karte, eine... Dann wäre das mit dem Reboot der Gedanke ja richtig, nur in die falsche Zeit. Und mal schauen einfach, was so passiert. Genau, sehe ich nämlich auch so. Ja, sind auch fast mit den Themen soweit am Ende. Am Ende haben wir noch eine kleine Freirunde, wer so seine Spiele noch aufziehen kann, die jetzt noch nicht erwähnt worden sind. Ein bisschen habe ich aber noch was. Und zwar, lustig zum Thema Sony, nämlich jetzt, Quantic Dream soll einen Trailer bereithalten, der ein bisschen von ihrem neuen Spiel erzählt, welches noch nicht bekannt worden ist. Soll so wohl ähnlich sein wie Dark Sorcerer, wovon man auch schon Trailer gesehen hat im Netz. Und es kommt jetzt darauf an, ob sie es zeigen oder nicht. Und zwar werden sie warten, wie die Microsoft-Konferenz gelaufen ist. Und je nachdem, wie sie lief, entscheiden sie dann, ob sie diesen Trailer präsentieren oder erst auf der Games Convention. Mehr kann man dazu eigentlich auch noch nicht sagen. Es finde ich auf jeden Fall lustig, dass sie so ein bisschen da Gegenwind bringen und dann halt dementsprechend entscheiden, ob sie es zeigen wollen oder eben nicht. Soll halt eben als Gegenschlag gelten.